So Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja. Wir haben heute einen Silvestertag. Am Weihnachten habe ich nichts gesagt. Also an Weihnachten habe ich nichts über Weihnachten gesagt, weil ich das vergessen habe. Ja. Wegen, ich hatte schon ein Video vorproduziert. Und also Videos vorproduziert und dann habe ich die so drei Videos vorproduziert und dann wo Weihnachten so davor noch war und dann habe ich bei dem letzten, wo schon Weihnachten vorbei war, habe ich nichts über Weihnachten gesagt. Guten Weihnachten. Also ich hoffe euch, dass ihr was Gutes zum Weihnachten bekommen habt, was ihr wolltet und so. Ja, wie ihr seht, haben wir heute Winkel Markenteil Teil 3 ist es schon. Ja. Hier habe ich diese hier. Die habe ich noch nicht gezeigt. Heute haben wir hier, habe ich hier 5 Winkel zum, also 5 interessante Winkel, die ich hier noch ein paar raussuchen werde. Ja, das ist ein ganz normaler Winkel. Hier kann man so eine M8-Schraube durchführen mit dem Mutter. Hier sind dann 4 kleine Schrauben. Diese Löcher. Auch von IPDS, die Marke. Ja. Als nächstes habe ich hier solche dreieckige Verbindungsstücke. Ja, die sehen halt so aus. Sind mini, also nicht so ganz groß. Ja, ups. Da steht leider nicht die Marke drauf, aber hier sind ja die Löcher, die sind ein bisschen abgesenkt für die Schrauben. Ja, das ist halt so ein Dreieckwinkel. Hier ist noch einer. Sieht so aus. Auch weiß. Also genau die gleiche Marke, denke ich. Hier sind auch die Löcher, auch ein bisschen abgedenkt, nur in weiß. Ja. Als nächstes habe ich hier, muss ich kurz raussuchen, ein Scharnier. Das ist jetzt Ausnahme, dass ein paar Scharniere dabei sind. Ja, halt so ein ganz normaler Scharnier. Ein silberner kleiner Scharnier ist es, mit auch abgesenkten Mini-Löchern. 6 Löcher. Auf der Seite sind 3 und auf der Seite sind 3. Ja, das wär's dann eigentlich mit dem Video. Übrigens, bei dem Scharnier steht leider keine Marke drauf. Ja. Das wär's dann mit dem Video. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr es wollt. Und aktiviert die Glocke, falls ihr es wollt. Damit ihr Benachrichtigung habt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Ciao.